So, Leute. Dieses Tattoo hier an mir kennt ihr ja. Das habe ich einfach schon so lange nicht fertig machen lassen. Aber heute ist es soweit. Ich bin jetzt gerade wieder in Carinas Tattoo-Studio und sie wird mir heute helfen, diesen Arm endlich zu vollenden. Es werden noch ein paar fehlende Charaktere hier in die freien Stellen mit eingebunden. Ein bisschen Farbe im Hintergrund. Ein paar Sachen werden wieder aufgefrischt. Ich habe es auch immer wieder nach hinten geschoben. Irgendwie keine Zeit gefunden. Irgendwie auch keinen Bock auf diesen ganzen Tattoo-Schmerz. Aber heute wird 2 Tage lang richtig Tinte in die Haut geballert. Hier gönnt euch nochmal die Arbeit von Carina. Tinte Dragon Ball. Es geht los. Kann ich eigentlich hier mit drin sein? Ja, du darfst meine Hand halten. Gott, please, no! Los geht's. Okay. Erster Stich. Bereit? Mhm. Okay. Und Abbruch. Noch geht's. Von einer Skala von 1 bis 10, wie weh tut's? 11. Schon eine 7. Ist ja auch eine miese Stelle, so in der Nähe von der Hand. Alles gut. Alles gut. Also. Ich habe nur noch Parts an diesem Arm, die so ultra weh tun. Das ist schon so eine 8,2. Aua. Bin fertig. Ja, jetzt noch die ganzen anderen. Und wir inken jetzt gerade noch ein paar Linien nach, die so ein bisschen verblasst sind. 8,5, Leute. Auf der Schmerzenskala. Das ist schon eine 9, ja. Wer schön sind, will, muss leiden. Jetzt wird die Farbe gemacht, Leute. Kein Pikachu. Halte die Fresse. Das ist Teto aus dem Film Nausicaä. Einen kleinen Süßen. Und hier noch einen kleinen Kodama. War nicht scharf. Und hier ist es kein Pikachu. Wer das schreibt, wird geblockt. Wird langsam. Ich bin so happy. Ich hab so geschwitzt, ey. Meine Hose ist nass. Das wollt ihr nicht sehen. Ihr wollt sehen? Ja, okay, warte. Kommt mit. Zeig ich meine Unterhose. Wir haben noch einen Kodama und einen kleinen Totoro hinzugefügt. Boah, mein Arm zittert voll. Hier ein Teto. Und wir haben den Hintergrund endlich angefangen, damit das hier auch ein bisschen abschließender aussieht. Ein paar Sachen hier bei Mononoke noch ein bisschen nachgeinkt. Hier haben wir noch eine Katze hinzugefügt, die Gigi. Die war ein bisschen Farbe nochmal nachgemalt. Respekt an Carina, dass du so lange durchgezogen hast. Und Carina macht jetzt noch weiter. Und zwar bei diesem Übeltäter hier. So, dein Tattoo wird gerettet. Du bist echt ein kranker Bastard. Du hast noch Energie? Klar, natürlich. Hallo? Wie lange haben wir jetzt mit dir gemacht? Boah, 5 Stunden. Wir haben jetzt mein Arm ist richtig. 9:30. Und? Wie ist es? Tut weh. Why am I here? Leute, der John hat die witzigsten Grimassen, wenn er tätowiert wird. Fast 0 Uhr. Carina ballert einfach weiter Tinte. So, der John wird gerade noch tätowiert. Es ist, wie viel Uhr haben wir jetzt gerade? Wir haben gerade 0:16 Uhr und ich glaube, wir schaffen es heute nicht mehr nach Hause zu fahren. Deswegen werden wir wahrscheinlich hier pennen, weil es morgen direkt weitergeht. Ich werde jetzt nicht mehr so viel filmen, aber ich zeige euch gleich das Ergebnis von Carina auf Johns Arm, was aus geworden ist und ja. Boah, sieht nice aus. Blut ja. Scheint noch. Hier, das wird eigentlich blau noch, diese Flammen da. Aber das sieht man nicht, weil John einfach am Bluten ist die ganze Zeit. Aber es sieht so viel besser aus als vorher. Bist du happy? Ich bin happy. Und fertig. Wie viel Uhr haben wir jetzt? Ich glaube, wir haben 2 Uhr oder so. Carina hat gerade einfach mal 12 Stunden oder so durchtätowiert. So, Leute, Tag Nummer 2. Heute machen wir diesen oberen Part fertig. Und ich bin gespannt, wie weit wir kommen. Ich hoffe, dass wir fertig werden. Ja, wir werden fertig locker, oder? Ja. Ja. Hier seht ihr diese freie Stelle. Da muss auch noch ein Charakter rein. Hier. So, wir machen jetzt noch den Bart von ihm hier fertig und die Brille. Aber dann ist auch Ende. Wir schaffen es vielleicht heute nicht mehr fertig. Es ist einfach zu viel. Schaut mal, wie viel Farbe da schon reingekommen ist. Wir wussten gar nicht, dass es noch so viel ist. Und ich habe nebenbei einfach meinen Fuß noch verstaucht. Bin jetzt noch am Humpeln. Okay, machen wir den letzten Schliff noch und dann... Er war sehr tapfer. Bereit? Ja. Ja. Und schön auf den Ellenbogen. Okay, Leute, ich bin ready für heute. Überall Farbe drin. Mein Fuß. Hier haben wir diesen alten Sack noch angemalt. Ich komme auf jeden Fall nochmal hier hin und mache dann hier oben alles fertig. Hier kommt auch ein Charakter, aber das
glaube ich, würde ich körperlich nicht schaffen. Mein Körper zittert so richtig, wenn ich runtergehe. Ich bin jetzt fertig. Ja. Wir sind noch 2 Stunden Auto fahren mit diesem kaputten Fuß. John, mach dich verweinert. Aber eine wilde Fahrt gepasst. Dankeschön, dass du auch so krass durchgeballert hast. Aber ich kann die Kamera auch nicht mehr halten. So, bist du bereit für Autofahrt 2 Stündchen? Nee. Bis dann. Ciao.